Hallihallo, Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hero Zero. Ja, gestern war ja der Livestream. Schön, dass ihr zahlreich eingeschaltet habt, auch wenn Tim durchaus richtig festgestellt hat, dass während der Verlosung um die 65 Leute im Chat waren, also im Stream. 65 Leute, Mann, das war ein, glaube ich, neuer Rekord. Richtig geil. Leider dann nach der Verlosung von der Ente Alfred keiner mehr, also nicht mehr so viele. Da waren dann so um die 20, 30, 35 Leute da. Dann, als es dann hin zu CSGO ging, nicht mehr ganz so viele. Aber Leute, das gehört halt einfach dazu. Ich kann keinen Livestream machen, wenn ich vorhabe, einen 6-Stunden-Livestream zu machen. Kann ich nicht 6 Stunden Hero Zero spielen. Das geht einfach nicht. Was soll ich denn machen? Vor allem, ich war mit meiner Ene durch, ich war mit meinem Training durch. Es geht einfach nicht. Es tut mir leid, Leute, aber das geht leider nicht. Ja, wie ihr seht, ich bin heute auch schon wieder mit meiner Energie durch. Bin auch mit meinen Trainingseinheiten durch. Heute kam ein Schurke, ich glaube 19 Uhr war es soweit. Da kam nochmal ein Schurke, da habe ich sogar hier den lieben Watson bekommen. Steht da Tropfen, Joggingpowder, Rache ist immer gut, steht da Tropfen, kann man immer gebrauchen. Plus 283 zeigt mir, dass ich auf jeden Fall mal einen neuen Begleiter hochleveln muss, weil mein Nender-LP ist zwar von den Fähigkeiten ideal, aber von den Kräften her nicht mehr so krass. Da brauchen wir auf jeden Fall mal einen neuen. 10 von 10 Begleiter gesammelt, 3 Fähigkeitspunkte. Und vielleicht habt ihr es schon gesehen, der Spoiler war auf jeden Fall am Start. Schaut mal, eine Überraschungsbox. Episch. Ja. Deswegen nehme ich jetzt genau zu dem Zeitpunkt das Video auf, weil ich vorhin zwei, dreimal refreshed habe und plötzlich kam die epische Überraschungsbox und ich dachte mir so, ich muss direkt das Video aufnehmen, um diese epische Überraschungsbox dann zu öffnen. In der Hoffnung, wir hatten im Stream, falls jemand nicht da war, ausgerechnet, dass es 12 mögliche Begleiter gibt, die in dieser Überraschungsbox sein können. Und eins davon ist dieses Eddie das Einhorn. Und deswegen ist die Chance 1 zu 12, dass man hier das Einhorn rausbekommt. Und allgemein ist das wirklich eines der seltensten Begleiter, würde ich sagen. Weil erstens ist die epische normale Überraschungsbox übelst selten geworden, da es ja die antimagnetischen und die gerechte Kämpfer epischen Überraschungsboxen gibt, wo die Begleiter nicht drin sind, also zumindest Eddie Einhorn nicht. Ist es seltener geworden, im Shop so eine normale epische Überraschungsbox zu finden. Und darüber hinaus können in dieser epischen Überraschungsbox, wie gerade eben schon gesagt, 12 verschiedene Begleiter drin sein. Ne? Und Eddie Einhorn geht halt, kann man nur über diesen Weg bekommen. Es gibt andere Begleiter von den 12, die man auch nur durch andere Wege bekommen kann. Durch zum Beispiel das Shop-Angebot oder Missionen oder Schurkeneingriffe und so weiter und so fort. Ne? Aber das Eddie, der Eddie, das Einhorn, das kriegt man nur durch diese Überraschungsbox. Und deswegen ist es schon ziemlich selten, Leute. Geht ziemlich selten. Wie ihr seht, ich habe jetzt 20 Angriffe Boards verfügbar, wenn sie denn ausgebildet sind. Das heißt, ich habe beide Angreifer-Bot-Fabriken auf Stufe 10 nochmal erhöht. Einfach nur, ich glaube, weil ich es kann, ne? Weil ich es kann. Ich habe dann hier auch endlich den Bauplatz angefangen auszubauen, denn ich habe einen netten Kommentar bekommen. Boah, Leute, ich weiß gar nicht mal, von wem der war. Es hat auf jeden Fall ein netter Dude unter eines meiner Videos geschrieben. Natürlich ist es sinnvoll, den Bauplatz auszubauen, da ja durch die kommenden Updates neue Räume hinzugefügt werden wollen. Auf jeden Fall kommt ja die Werkstatt, das ist ja schon geteasert worden. Und da braucht man ja dann auf jeden Fall die Bauplätze. Und da ich ja jetzt zurzeit wirklich so zufrieden bin mit allem, was ich hier so stehen habe und auf nichts so wirklich verzichten könnte, außer vielleicht auf diesen Generatorraum, brauche ich den Bauplatz hier, um dann möglicherweise die Werkstatt, in der Hoffnung, dass es nur ein groß ist, ich könnte mir aber vorstellen, dass es gleich mal zwei oder drei Felder einnimmt, die hinzubauen, ne? Und deswegen müssen wir hier langsam anfangen, die Bauplätze weiter auszubauen. Wie gesagt, die Münzen waren ja kein Problem. Ich glaube, 600.000 hat es gekostet. Aber es sind halt 10 Tage. 10 Tage, wo der eine Arbeitsroboter die ganze Zeit beschäftigt ist. Das ist nicht so nice.
Aber kann man nicht ändern. Es ist halt so. Was wir auf jeden Fall jetzt noch machen. Achso, Wochenturnier ist vorbei. Wochenturnier ist vorbei. Dank der super Unterstützung von meinem lieben Cookie137 sowie einigen anderen Teammitgliedern habe ich es geschafft, den 9. Platz an mich zu reißen. Ich war wirklich skeptisch, weil ich gestern während des Livestreams noch, ich glaube, Stufe 14 war, also Rang 14 im Wochenturnier, und das reicht halt vorne und hinten nicht, um in die Top 10 zu kommen. Und das Problem ist ja auch, es wollen ja viele in die Top 10, einfach nur, wenn man so ein bisschen... Ach, weil ich Watson drin habe. Ich dachte schon, what the fuck? Aber Watson können wir eigentlich... Nee. So. Nehmen wir mal Columbo. Was hat denn der hier so? Adlerauge. Adlerauge ist eigentlich gar nicht so schlecht, glaube ich. Okay. Wo war ich gerade hängen geblieben? Wo war ich denn stehen geblieben? Ich hab komplett den Blackout. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, habe ich das gestern im Livestream gemacht? Ich glaube, ich habe im Livestream gestern meine Fähigkeiten erneut. Ich habe einen Hammer eingesetzt, habe dadurch meine Fähigkeiten umgeskillt, meine Grundfähigkeiten neu verteilt, und dahingehend habe ich jetzt hier die perfekte Voraussetzung für die Endlos-Sondereinsätze, dass ich nur noch 23 Grundfähigkeit, beziehungsweise 10 Grundfähigkeit Kraft habe und die 13 zusätzlichen Punkte halt durch verschiedene Boni bekomme. Aber 23, damit gewinnt man halt jeden Endlos-Sondereinsatz. Da braucht man keine Angst haben, dass man irgendwie mal Donuts wasten muss oder so. Man gewinnt einfach immer. Immer. Es ist so ein Naturgesetz, würde ich schon fast sagen. Genau. Das ist gestern im Livestream passiert und mehr. Dann haben wir noch ein paar Endlos-Sondereinsätze durchgemacht. Und halt die Überraschungsbox. Ich hatte eine Überraschungsbox, hatte ich schon gefunden, nach 500.000 Millionen Mal Blättern hatte ich eine gefunden. Die haben wir gestern aufgemacht im Stream. Das Problem war nur leider, da war kein Eddie Einhorn drin, sondern was, wer war drin? Ich weiß, glaube ich, schon gar nicht mehr. Ich glaube, ach ja, hier. Unser Wuffy aka Eddie Einhorn, der Stream hat dann entschieden, dass ich diesen netten Kollegen hier Eddie Einhorn nennen soll, weil wir davon ausgingen, dass dort Eddie Einhorn drin ist. Und ich wollte gerade sagen, sollte in der neuen Überraschungsbox, die wir in diesem Video noch aufmachen, auch ein nicht Eddie Einhorn drin sein, sondern irgendein anderer Begleiter, würde ich den auch so nennen. Aber da wird natürlich Eddie Einhorn drin sein. Hallo? Wir dürfen gar nicht erst drüber nachdenken, dass dort möglicherweise ein anderer Begleiter drin ist, weil es ist nicht so. Es ist einfach nicht so. Und es ist halt natürlich jetzt gerade wieder ganz toll, dass ich meine ganzen schönen, epischen Klamotten gegen Non-Epic-Zeug hier austauschen muss, nur weil sie besser sind. Finde ich nicht nett. Nicht nett finde ich das. Condi, 510. 428. So, machen wir den noch hier mit rein. Dann machen wir mal noch die letzten Angriffe bei dem Endlos-Sondereinsatz. Und dann... Baba. Und Baba. Sehr gut. So, jetzt können wir wieder warten. 21 Stunden wird morgen fertig. 21 Stunden wird auch morgen fertig. 36 Minuten wird heute noch fertig. 32 Minuten wird auch noch heute fertig. Ne Mensch. Mensch, da klingelt wieder mein Handy. Hallo, hallo, hallo. Oh. Hä? Ist das ein Bug? Ja, das ist ein Bug. Ich dachte gerade schon, what the fuck? Warum ist denn das hier so? Ja, Hero Zero ist auch nicht unumfehlbar. So sieht es schon viel besser aus. Oh, falsch. Da will ich hin, da will ich hin. Und da will ich hin. Und, das war's, genau. Plus 15, den nehmen wir, ziehen wir an. Der Gürtel kann nicht besser sein, wenn doch, dann weiß ich auch nicht, ist irgendwas fehl. Hier haben wir irgendwas bekommen, gleich mal schauen. Nano-Held. 4 Fähigkeitspunkte. Na Mensch, ich dachte, es wäre irgendwas Schöneres. Nein, es sind nur die Nano-Helden-Anzüge, wo wir 4 Fähigkeitspunkte bekommen. Aber 4 Fähigkeitspunkte sind besser als nichts. Man muss auch mal mit den kleinen Dingen im Leben zufrieden sein, Leute. Ne? Merkt euch das. So, was geht hier ab? Ah, wir können nochmal 10 Angriffe machen, Leute. 10 Angriffe. Machen wir jetzt noch durch. Dann öffnen wir als Highlight die Überraschungsbox. Dann gehen wir nochmal auf die Rangliste ein. Und
Dann war es das auch schon wieder, meiner Meinung nach. Dann war es das auch schon wieder. Ja, ab morgen gehe ich wieder in die Nachtschicht rein. Das heißt, die Videos werden wieder ein bisschen früher kommen. So wie ihr es von letzter Woche gewohnt seid. Vom Ende letzter Woche. Und dann ist glücklicherweise nach die nächste Woche meine Freundin wieder da. Ah, ich habe sie vermisst. Sie wird ab Samstag dann bei mir sein. Für 5 Wochen, wahrscheinlich. Das heißt, Videos werden zwar täglich versucht aufzunehmen, aber ich kann euch nicht die Zeiten sagen. Die werden wahrscheinlich ein bisschen variieren, aber da habt ihr ja auch kein Problem mit, so wie ich euch kenne. Nö, meine kleinen Leute. So, hätten wir das auch, können hier wieder 10 Angreifobots einfach mal so hergestellt werden. Und jetzt, Leute, jetzt kommen wir zum Highlight. Wir machen mal keinen Begleiter rein, einfach nur, weil wir ganz unvoreingenommen hier entgegentreten möchten. Wenn ich nicht so faul wäre, würde ich jetzt hier so spannende Musik drunter legen, einen Rauch über das Bild so flattern lassen und wirklich to the end hier das Ding einfach produzieren. Aber ihr wisst, wie ich bin. Ich mache es rein. Oh, lululu, lululu. Leute, der Zeitpunkt ist gekommen. Die Überraschungsbox muss aufgemacht werden und wir wollen bitte den lieben Eddie drin hervorschauen sehen. Lasst uns nochmal innegehen. Gut, das reicht. Okay, also, wir gehen jetzt in die Überraschungsbox rein in 3. Oh, ihr wisst gar nicht, wie aufgeregt ich bin. Sind wir schon wieder ein paar Donuts deswegen draufgegangen, ne? Puh. Okay, let's go. 3, 2, 1. Nein! Nein! Wieso denn nicht? Watson, was machst du denn hier? Steht der Tropfen again. Ultimativer Poweranzug minus 5 und die Schuhe minus 9. Ja, hat sich ja richtig gelohnt, diese Überraschungsbox. Na Mensch. Ja, Mai. Richtig gut. Guter Watson. Dich wollte ich haben. Mann. Ach Mensch, Leute. Das wird so nix. Das wird so nix, sag ich euch. Guckt, und diese, wegen solchen komischen Überraschungsboxen. Wäre hier jetzt eine normale, könnten wir direkt wieder reinkaufen und fertig. Aber nein, ich suche auch noch, wie gesagt, eine neue. Aber Kackfähigkeiten. Die Fähigkeiten gefallen mir nicht. Oh, nein, Rosie hab ich schon gesprungen. Rosie. Rosie Rose. So. Haben wir noch mal ein bisschen geblättert, nichts Sinnvolles gesehen. Wir gehen jetzt nochmal auf die Rangliste ein, wie schon gerade eben gesagt. Schauen wir mal, wie sich die Sache jetzt, weil gestern kam ja kein reguläres Video, aber Leute, der Livestream ist online. Über 6 Stunden Material. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr da gern reinschauen. Gerade am Anfang kommt viel Hero Zero, später dann mehr Counter-Strike und so. Aber ich habe es mal geschafft, dass meine Musik, die ich am Laufen hatte, nicht gestrikt wurde. Und deswegen könnt ihr euch das gerne mal reinschauen. Viel Spaß dabei. Und jetzt mal kurz zur Rangliste. Auf dem ersten Platz bei der Ehre steht Cookie137, der vor uns von seinen hart erarbeitenden Ehrepunkten mir ein bisschen was abgegeben hat. Danke nochmal dafür, mein Lieber. Mit 37.004 Ehre auf dem ersten Platz. Direkt gefolgt von Florett mit 35.424 Ehre auf dem zweiten Platz. Und ACAB auf dem dritten Platz mit 31.753 Ehre. Bei der Stufe sieht es wie folgt aus. Mr. Shinston weiterhin auf dem ersten Platz mit 208. Der Level auf dem zweiten Platz. Cookie weiterhin vorhanden mit Stufe 203. Und auf dem dritten Platz Syntex mit Stufe 198, knapp vor der 200. Ich weiß gar nicht, ob er seine Energie aufbehoben, Alter, ob er seine Energie gespeichert hatte oder ob er die schon weg hat. Ich gehe mal davon aus, dass er die schon weg hat. Das heißt, wird er morgen dann Stufe 200 sicherlich schaffen. Glückwunsch schon mal vorträglich an dich. Du wärst dann der dritte, sozusagen der Bronzespieler
der die 200 auf diesem Server hier schafft. Ist ja auch ein Achievement, was man gern mal haben wollte, ne? So, bei den Teams sieht es wie folgt aus. Ehre, Unit of Heroes auf dem ersten Platz mit 14.530 Ehre. Peda Exil auf dem zweiten Platz mit 14.290 Ehre. Und die Gummibärenbande auf dem dritten Platz mit 13.020 Ehre. Wir sind auf dem achten Platz, denn wir gehen auf Trophies und nicht auf Trophies. Also es ist immer schon so gewesen, ne? Die Teams, die die Mu-Trophäe hatten, beziehungsweise mittlerweile auch die Pokale, die sind einfach oben in der Ehre-Rangliste. Und die, die halt wirklich auf Train und Energie und so gehen, die sind weiter unten zu finden. Das ist einfach so. Notausgang hat ein neues Logo sich gemacht. Ein Wappenlogo mit einem gelben N auf rotem Hintergrund. Aha, aha, aha. Wir bleiben weiterhin bei unserem süßen Entchen, weil wir natürlich schon gedacht hatten, als der Server losging, dass der nächste Begleiter, den es geben wird, ein Entchen sein wird. Deswegen haben wir unser Logo einfach aus einem Entchen gemacht. Alfred, wir lieben dich. So, gibt es ein weiteres Team auf Stufe 100? Nein, Penner XC jetzt bei 98%, brauchen immer noch 5 Stufen des Quartiers. Mensch, Leute, ihr habt euch das nicht richtig überlegt. Monster AG hier am Start mit 2 Stufen Quartier und 14 Stufen Ausstattung, die sie noch benötigen, aber sonst dann wieder ein bisschen weiterer Abstand vorhanden. Bei der Liga sieht es bei der Champions Liga wie folgt aus. Auf dem ersten Platz weiterhin Florett mit 1571 Ligapunkten. Auf dem zweiten Platz Cookie 137 mit 1559 Ligapunkten. Und auf dem dritten Platz Syntex mit 1441 Ligapunkten. Beim Wochenturnier sieht es wie folgt aus. Nach, ja, 1 Stunde und 40 Minuten bei der Ehre. Sektor schon auf dem ersten Platz mit knapp 9000 Ehre plus. Justin 2, oh, Evolution wollte ich nicht anklicken. Justin 2 auf dem zweiten Platz mit 7000 Ehre plus. Und Mr. Worsch auf dem dritten Platz mit 5445 Ehre plus. Bei Erfahrung, da sind wieder einige ordentlich am Reindonaten, habe ich das Gefühl. Mr. Sche, oh, nur Männer. Was ist denn da los? Mr. Schinsten auf dem ersten Platz mit 180.000 Erfahrungen nach 1 Stunde und 44 Minuten. Cookie auf dem zweiten Platz mit 152.000 Erfahrungen und Fabian 199 mit 119.000 Erfahrungen auf dem dritten Platz. Teamehre ist jetzt nicht so wichtig. Beim Heldenversteck sieht es wie folgt aus. Ich bin weiterhin im Ausbau auf dem ersten Platz mit 44%. Florette ist auf dem zweiten Platz mit 42%. Genauso wie Mr. Schinsten, Richboy vs. Starboy und Porzeng. Beim Ruhm sieht es anders aus. Adlerauge 123 auf dem ersten Platz mit 65.055 Ruhm. Trumpnuss auf dem zweiten Platz mit 61.342 Ruhm. Und Number 8 auf dem dritten Platz mit 59.293 Ruhm. So, dann soll ich jetzt zu guter Letzt noch dem lieben Braveheart grüßen. Denn er ist einfach Braveheart und hat heute einen Begleiter in der Mission bekommen. Deswegen soll ich ihm mal ein paar nette Grüße raushauen. Genauso wie Cassie, aka Ela. Auch liebe Grüße, denn die Gute hat heute Geburtstag. Kannst dich noch eine Stunde feiern lassen, dann ist dein Geburtstag auch schon wieder vorbei. Dann musst du wieder ein Jahr warten. Also lass dich mal hier noch ordentlich feiern, Ela. Alles Gute nochmal zu deinem Geburtstag. Dann gehen auch noch Grüße raus an die liebe KittyCat96. 96, ich save. KittyCat86. Grüße gehen. No! Oh. Ich habe schon wieder ins Team geschalten. Einfach nur, weil ich sicher gehen wollte, ob es wirklich 86 oder 84 ist. Aber es ist natürlich 86. Ja, gehen auch noch Grüße raus an die liebe Kitty und natürlich an den Felix, aka Ich bin Lizardman, an den Tim, aka Captain Oral und an den Mike, aka Cookie1337. So, jetzt könnt ihr euch mal ruhig zurücklegen und sagen, okay, ich habe euch gegrüßt. Damit hat sich das jetzt erledigt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Alle miteinander, auch die, die nicht gegrüßt wurden. Ich grüße alle meine Zuschauer. Ich freue mich immer sehr, wenn ihr zuschaut.
Und wenn ihr Kommentare da lasst, deswegen direkt jetzt mal unter das Video schauen, direkt mal den Kommentar eintippen und dann freue ich mich, wenn mein Handy bing, 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 bing macht und ich sehe, dass ein neuer Kommentar drunter geschrieben wurde. Wie gesagt, ich danke euch und bin tschüss. Bin tschüss. Leute, ich bin verwirrt. Der Livestream war safe zu lange. Ich bin erst 3:30 ins Bett und konnte dann nicht wirklich schlafen. Deswegen muss ich jetzt langsam auch schon wieder ins Bett, um mich auf die Nachtschicht morgen und die ganze Woche vorzubereiten. Nun gut, genug gelabert. Ich wünsche euch was. Schönen Abend noch. Und tschüss, euer Schlüppel. Stürmer!